Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fallout 2. Und ja, wir versuchen immer noch ein bisschen was über die Ski herauszufinden. Und außerdem haben wir unserem Kumpel bei der Suche nach seiner Milz geholfen. Ich habe mir jetzt aber überlegt, nachdem wir Zugang zu allen Einrichtungen der Bruderschaft haben, würde ich mal einfach sagen, wir fahren in die Neukalifornische Republik. Denn da ist ja auch noch ein Bunker von der Bruderschaft. Schauen uns da ein bisschen um. Und wenn wir, vielleicht erfahren wir da auch ein bisschen was über die Ski. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und wenn wir zurückkommen, ist unser Kumpel mit der Milz bestimmt auch schon wieder am Start. Und ja, ich denke, das ist kein schlechter Verkehr, kein schlechter Verkehr, kein schlechter Plan. Und soweit ist die Republik jetzt hat auch wieder nicht entfernt. Also sind schon eine Weile unterwegs, klar, aber wir können uns ja einfach mal ein bisschen umhören. Ab auf den Bazar. Pip-Boy. Dann warten wir noch bis zum Morgen. Ach, schau mal, wir können auch mit dem Waffenhändler nochmal sprechen. Haben wir noch irgendwas zum Verkaufen? Wir werden doch bestimmt noch irgendwas in unserem Kofferraum haben. Na, Vorschlaghammer. Munition kommt doch bestimmt gut an. Noch ein paar Pistolen. Noch irgendwas Interessantes. Die wir nicht mehr brauchen. Ja, das sollte, denke ich, erstmal reichen. Schauen wir mal beim Waffenhändler vorbei. Raus hier, sonst. Ja, okay. Warum auch immer du jetzt halt angepisst bist. Machst du erst später auf. Ja, gut, wir schauen uns erstmal in der Stadt um. Dazu müssen wir die Waffen ablegen. Wir müssen wir dann leg deine Waffe weg. Ja, schön, wenn du findest, dass das gut klingt. Ausrüstung reden, leg deine Waffe weg. Das war's erstmal. Ach, Lenny ist da oben. Was willst du? Ausrüstung So, reden, leg was deine denn? Waffen weg. Oh, Buskes. Und auch mit dir Ausrüstung reden. Leg deine Waffen weg, alles klar. Okay, dann sind wir komplett unbewaffnet und können, denke ich mal, in die Stadt rein. Aber ich weiß nicht, warum der Typ da oben auf uns so schlecht zu reden ist. So, wo war hier der Bunker? Hier hinten. Weil wir haben ja außerhalb von San Francisco relativ wenig über San Francisco gehört, fällt mir gerade auf, aber okay. Ja, du hast mir nichts mehr zu sagen, dann dürfen wir aber auch bestimmt sicher hier rein. Oh, ihr habt hier einen echt tollen Bunker. Der hat nicht mal einen Aufzug. Das ist der tollste Bruderschaftsbunker, in dem ich jemals war. Ja, und du kannst mir auch über die Bruderschaft nichts sagen. Schauen wir mal bei unseren. Sei gegrüßt. Ich fürchte, hier ist momentan nicht allzu viel für dich. Ja, gut. Ihr habt auch nichts Neues für mich. Vielleicht können wir jetzt halt mit Tandy sprechen, wo wir schon mal da sind. Und vielleicht den Deal für Bunker 15 aushandeln. Der steht ja an sich eigentlich auch noch aus, wenn ich nicht immer noch unerwünscht bin.
Ich will mich mal ganz missverstecken. Ja. Wenn ich mit Tandy spreche. Darüber muss. Ja, gut. Das scheint irgendwie ein bisschen verbuggt zu sein. Schade. Ich hätte den Leuten von Bunker 15 gerne geholfen. Dann war das doch keine so tolle Idee. Und ich probiere es nochmal im Waffenladen. Vielleicht, wenn ich bis Mittag warte. Vielleicht hat der einfach keine Lust, zu früh den Laden aufzumachen. Geht mal hier hoch. Pip-Boy, warten bis Mittag. Was hast du zu bieten? Geld, Ripper, Springmesser. Okay, ich schaue mir deine Regale nochmal an. Vielleicht ist da irgendwas Interessantes dabei. Dynamit, mehr Geld. Nö, nicht wirklich. Das war das Sortiment, was ich gerade eben durchgeguckt habe. Da ist nichts Interessantes dabei. Dann haben wir das Regal noch. Mikrofusionszellen. Ach, du hast auch so eine. Heckler und Koch. Das ist ein Gewehr. Ja. So wirklich beeindruckt bin ich von deiner Auswahl jetzt nicht. Ja, toll, dann war das ja echt ein absolut sinnfreier Besuch in der Neukalifornischen Republik. Aber zumindest haben wir gelernt, dass wir hier auch komplett fertig sind. Also geht's zurück nach San Francisco. Und jetzt sollte unser Milzpatient auch geheilt worden sein, nehme ich mal stark an. Deswegen können wir dann auch mit ihm quatschen. Wir könnten im Waffenladen nochmal vorbeigucken. Ich nehme an, die haben neues Sortiment. Chinatown. Einmal nochmal bitte warten bis morgen. Vielleicht kann ich mir Munition für meine Pistole kaufen. Ich suche eine Waffe. Molotow-Cocktail, eine Powerrüstung, Kampflederweste. Okay, ja, vielleicht kaufen wir einfach noch eine Powerrüstung. Ach, guck mal, du hast neue Munition und nochmal so eine Pistole. Aber so eine zweite Pistole brauche ich, glaube ich, eigentlich gar nicht mal unbedingt. Ich denke, wir sind mit einer ganz gut bedient. Ja, 2000, was kriegst du davon? Magnum-Munition, die Munition. Ach, warte mal, nimm mal. Hatte ich nicht noch Pistolen mitgenommen? Oder konnte ich die nicht mehr tragen? Scheint so, als würde ich die nicht mehr tragen, hätte ich die nicht mehr tragen können.
Wenn ich dir das Ding gebe. Da würdest du mir 4800 dafür geben, wenn ich die Munition noch dazu nehme. 4829, das hört sich doch fair an. Wiedersehen. Und dann möchte ich hier nochmal in den Kofferraum. Und dann möchte ich mal schauen, ob da unsere Pistolen drin liegen oder was da eben gerade nicht gestimmt hat. Ja, die liegen hier drin. Okay, dann tue ich das erstmal wieder zurück. Genauso wie ich dich zurück tue und die Pistole auch. Ist das jetzt das kleine oder das große Gewehr, das ich... Okay, dann kommst du zurück. Und dann nehme ich die große mit. Weil dann haben wir für die Waffe noch ein bisschen mehr Munition. Für die Pistole haben wir jetzt seit 100 Schuss. Das ist, denke ich mal, okay, aber... Ich vergleiche die beiden jetzt nochmal. Ja, die Pistole macht halt so viel Minimalschaden. Und hat eine größere Reichweite wie das Teil. Ja, ich behalte trotzdem mal beide da. Wie gesagt, wenn es die Waffe in der großen und einer kleinen Variante gibt, bin ich eigentlich auch fast überzeugt, dass es die Tesla-Pistole auch als Tesla-Gewehr gibt. Aber vielleicht finden wir die ja noch. Er hat es auf jeden Fall gerade eben nicht im Angebot gehabt. Und ich denke mal, mit der Pistole bin ich eigentlich auch erstmal soweit ganz zufrieden. Da gibt es, denke ich mal, durchaus schlechtere Auswahlen. So. Hey, ein Level Up. Wo ist mein milzloser Freund? Du hast ein neues Level erreicht. Vic hat seine Fähigkeiten... ja. Gut, Level Up. Ich würde mal sagen, wir stecken unsere Fähigkeiten in Energiewaffen. Können wir vielleicht bald auch was damit anfangen. Wo ist denn mein Milzfreund? Und sie freuen sich für Chip. Ja. Rübsduell. Wo ist denn Chip? Und Sulik und Vic, warum steht ihr mir im Weg? Wenn ich vielleicht mit dem Captain spreche? Oder mit unserem Kumpel hier oben? Was kann ich für dich tun? Ich probiere es mal beim Captain, weil... Chip scheint es besser zu gehen. Weil sie sich so für Chip freuen. Ich habe gehört, was du für meine Männer getan hast. Vielen Dank. Womit kann ich dir helfen? So gefällst du mir schon besser. Man sagte mir, du bist derjenige, der alles über dieses Schiff weiß. Dieses Schiff ist ein Poseidon-Tanker. Es ist ein... einer Technik ausgerüstet, die die vor dem Krieg stammt. Es hat eine SHS, mit der man den Navigationsraum gelangt, und ein IFF-Transponder, der vor Poseidon-Gewehren schützt. Was ist ein IFF-Transponder? IFF. Identifiziere Freund oder Feind. Müsste es dann nicht eigentlich IFOF heißen? Aber okay. Das bedeutet, dieses Schiff als Freund identifiziert und andere Poseidon-Stationen
wie zum Beispiel eine Bohrinsel, nicht auf dich zu feuern, wenn du in Schussweite kommst. Ach so, und ein SHS ist eine Art Technologie der Enklave, mit der du eine Tür elektronisch öffnen kannst. Wahrscheinlich wirst du einen in ihrer Basis finden. Das ist schön, dass du so viel über die Enklave-Basis weißt. Was für eine Bohrinsel. Es gibt noch eine große Poseidon-Bohrinsel draußen auf dem Wasser. Sie ist die letzte Basis der Enklave. Und wenn mich nicht alles täuscht, wirst du deine Freunde dort finden. Woher weißt du das alles? Neuigkeiten verbreiten sich eben. Ach so. Was passiert sonst noch so draußen auf der Bohrinsel? Da muss ich passen. Ich war ein Techniker in Navarro. Mit einem Bohrinselbetrieb hatte ich nichts zu tun. Wir haben mit den zuständigen Leuten per Videoübertragung kommuniziert. Das war so ziemlich alles. Ach so, also wie soll ich das Ding nochmal steuern? Wie man diesen Kahn steuert? Füll ihn mit Benzin, frag mal bei den Havologen oder den Ski. Wenn du alles andere erledigt hast, drücke den Knopf, den Rest macht der Computer, falls er noch funktioniert. Es wird auf direkten Weg zur Bohrinsel segeln. Man wird nicht auf euch feuern, wenn du ein IFF-Transponder hast. Du musst nur dafür sorgen, dass du alles Nötige hast, um allen Zugang zu erhalten. SHS Funktionsfänger, Computer und Benzin. Ist doch ganz einfach, oder? Ja, tschüss. Oh ja, du musst den Navigationscomputer funktionstüchtig machen. Ich wette, du findest ihn im alten Bunkern Teile für es. Okay, danke, auf Wiedersehen. Ich nehme an, das ist der Navigationscomputer und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir das SHS? Haben wir schon. Willkommen bei PoseidonNet. Dieses Terminal überträgt nur Daten zwischen Tanker PHS Valdez und dem Doktorbefehl. Status prüfen. Benzintank leer. Laderaum leer. Navigationscomputer nicht in Bereitschaft, Leinen fest. Zurück. Kann ich jetzt mit dem Ding? Wissenschaft? Start. Benzintanks leer. Na gut. Das heißt, wir müssen Benzin beschaffen und dann müssen wir bei den Ski oder bei den Habologen fragen. Und zu den Ski könnten wir eventuell Vertrauen gewinnen. Von den Habologen weiß ich noch gar nichts. Kann ich mal mit dir sprechen? Du warst doch für das Computernetz hier verantwortlich. Ich brauche etwas Benzin. Die Ski haben das ganze Benzin in dieser Gegend. Ich könnte für dich einen Blick auf ihren Großrechner werfen. Nee, ist schon gut. Okay. Das heißt, da hätten wir auch jemanden, der für uns unter Umständen Benzin beschaffen könnte. Aber ich würde mal sagen,
dann machen wir uns in der nächsten Folge mal auf den Weg in den stählernen Palast und versuchen etwas über unsere Dorfbewohner und rauszufinden und vielleicht ein bisschen Benzin zu schnorren. Das finde ich doch sehr cool. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein würdet. Und sage einfach bis dahin und ciao.